Willkommen zurück im Seuchenfuhl, liebe Zocker und YouTuber, hier auf dem Schlachtfeld mit dem guten Vaterchen Nörgel, den ich jetzt hier angefangen habe in Warhammer 3. Ja, und ich würde sagen, wir erfüllen unser nächstes Ziel. Das nächste Ziel heißt, nimm diese Hafenstadt ein, die von den unsäglichen Ogern heimgesucht oder verwaltet wird. Und das machen wir natürlich. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Sehen wir das über die, sehen wir da was über die Garnison? Ja, die ist schon recht stabil. Das heißt, da sollten wir vielleicht zusehen. Da sollten wir vielleicht zusehen, dass wir vorher noch ein paar Truppen hier ran schaffen. Was haben wir denn bis jetzt? So, ich Vater Nörgel. Okay, was kann denn unser Held? Unser Held kann hier, glaube ich, er hat eine passive Fähigkeit. Kampftraining. Legendärer Kommandant. Okay, dann trainieren wir den halt mal. So, ein Held erscheint. Entsendet euren Helden. Ach, das habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich den damit hinzufüge. Okay. Egal. Haben wir geschafft. Wir heilen uns noch ein bisschen und fügen gleichzeitig noch ein paar Einheiten hinzu. Was haben wir denn hier? Wir haben die zwei Helden. Was der genau kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben die normale Schwertinfanterie. Wir haben die Nörglinge, auf die wir ja einen Bonus haben. Wie war, glaube ich, hier bei dem... Ich glaube, der hat einen Bonus auf Nörglinge. Lass mal kurz gucken. Zauber, wo sind denn die Nörglinge, die Fähigkeiten von ihm? Ermutigen. Passive Fähigkeit, Nahkampfabwehr. Der hatte doch irgendwas mit Nörglingen. Bin mir nicht sicher, wo das war. Auf jeden Fall hat er da irgendeinen Bonus. So, wir holen uns mal noch was dazu. Fernkampf wäre cool. Solche fliegende Geschossbestien. Davon könnten wir vielleicht noch ein paar gebrauchen, ne? Von den fliegenden Geschossbestien. Wo sind denn die? Die darf ich mir gar nicht holen. Warum darf ich mir die nicht holen, die solchen Drohnen? Füllt sich zurzeit wieder auf. Verstehe. Okay. Füllt sich zurzeit wieder auf. Eigentlich verstehe ich es nicht so genau. Aber, okay, dann nehmen wir halt noch... Wir können ihn natürlich mit Nörglingen überrennen. Dann sind die Nörglinge quasi unsere Billigarmee. Wollen wir das machen? Man guckt euch die an. Die sind richtig, richtig günstig. Auch im Unterhalt. Komm, holen wir uns noch ein paar Nörglinge. Wir werden ihn quasi über den Haufen bolzen. Mit Nörglingen. I require. Ja, du bist ein ganz feiner. So, dann wollen wir mal... Oh, warte mal, was haben wir denn da? Verseucht den Hafen. Verseucht den Hafen. Erobert und besetzt die folgende Siedlung. Ach, das ist verseucht den Hafen. Okay, ich dachte, jetzt kam ich noch eine Spezialfähigkeit. So, dann würde ich mal sagen, Attacke auf den Hafen hier. Ach du, da müssen wir bis zur nächsten Runde warten. Ne? Können wir was bauen? Ich gucke gerade. Ach, das ist dieses... Ah, ich sehe gerade. Wir könnten grundlegendes Militär bauen. Was braucht man dafür? 5000. Wir haben aber auch nur 5000. Dann hätten wir alles auf einmal ausgegeben. Grundlegendes Militär. Generiertes Einkommen. Solchen Fleischblüten. Okay, das ist dieses zyklische Gebäudeding hier. Das geht dann hier rauf. Das generiert immer mehr Einkommen. Okay, wir haben Einkommen. Ich glaube, Einkommen wäre im Moment nicht schlecht. Ranzige Aloe. Stellt beschwörte Einheiten bereit. Verstoßene des Nörgel. Aha, okay. Seuchenhüter des Nörgel. Und was kriegen wir hier? Hier kriegen wir Seuchenkröten des Nörgel. Ich hätte ja gerne Nörglinge gehabt, aber... Ah, das ist ganz schön kompliziert, muss man sagen. Chaosfurien, was haben wir hier? Hier haben wir gar nicht genug Geld für. Hierfür kriegen wir Nörglinge, aber 10.000 haben wir nicht. Können wir uns gleich hier an die Hutkrempe schmieren. Grundlegendes Militär, fortschrittliches Militär, Infrastruktur, Verteidigung. Infrastruktur vielleicht erstmal. Generiertes Einkommen und Wachstum.
Und wir kriegen da Nörglinge und Seuchenhüter. Ich nehme mal an, die Nörglinge. Nörglinge. Ich verstehe langsam die Mechanik. Also erstmal sind die Gebäude zyklisch. Es sei mir soweit gegönnt, ja, dass ich mir das mal ein bisschen zurechtlege. Zweitens stellt jedes Gebäude eine bestimmte Anzahl von Grundeinheiten her. Hier zum Beispiel Nörglinge. Hier, und zwar als Garnison und als Einheiten zum Spawnen. Das funktioniert anders wie beim Menschen. Man kauft die nicht, sondern die werden quasi mit den Gebäuden gespawnt. Das heißt, grundlegendes Militär, was ist das? Verteidigung, Infrastruktur. Ja, wir brauchen erstmal mehr Einkommen. Generiertes Einkommen und Wachstum brauchen wir. Kontrolle. Verschleiß unter Belagerung. Nein, wir sind mal positiv. Wir sagen mal, wir wollen einen mikrobischen Sumpf haben. Das heißt, wir wollen Einkommen und Wachstum generieren. Und kriegen dabei auch Nörglinge als Garnison. Seuchenhüter als Garnison. Und ja, das machen wir mal. Kostet auch nur 2000. So. Allerdings braucht das 4 Runden. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe. Es tut mir leid. So. Jetzt haben wir noch was zu forschen. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt zum Väterchen. Ist das hier irgendwie miteinander... Was haben wir da? Führerschaft für Nörglinge. Ich meine, wir können natürlich voll auf Nörglinge gehen. Wir haben eh schon einen Bonus auf Nörglinge. Wenn wir da auch noch Führerschaft kriegen. Wollen wir das machen? Könnten wir auch nochmal. Zyklus für Fleischblüten. Minus 1 für Fleischblütengebäude. Aha. Rüstungsdurchdringender. Ich weiß nicht, ob das ein Wachstums plus 5. Das ist natürlich auch nicht übel. Komm, Wachstum plus 5. So. Erstmal die Armee. Wir können die Feinheiten können wir später noch an den Mann bringen. Erstmal müssen wir. Was haben wir da? Seuchenkessel. Ach, hier können wir Seuchen produzieren. Ich krieg die Krise. Auswahl infizieren, Seuchenkultisten beschwören. Oh, das ist ja... Seucheneffekte auf Armee und Siedlung. Infektion plus 5 bei Seuchenverbreitung. Nörgel, Korruption plus 2, lokale Provinz. Zyklusdauer minus 1, das ist ja... Solche Brocken. Ah, hier können wir die... Okay. Okay, so lange. Und dann könnten wir noch sowas hier machen. Wo ist da der Unterschied? Seuchengewürz beschworen. Seuchenvater. Können wir eh noch nicht, weil brauchen wir irgendwie Einfluss für. Okay, lass mal gucken. Was sind denn das für. Pocken ist das Wachstum. Okay, Zyklusdauer. Wachstum plus 25 ist natürlich nicht schlecht. Infektion plus 5. Solchen Effekte auf Armeen und Siedlungen. Infektion, Nörgel, Korruption. Da, was bei Nörgel, Korruption heißt, weiß ich nicht, was haben wir denn hier? Infektion plus 5, Seuchenverbreitung. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Kann das sein? Lass das erstmal so. Auswahl infizieren. Könnte ich ihn hier, das ist ja hochgradig spannend, aber das machen wir erstmal abbrechen. Okay, wir haben es irgendwie verstanden. Was haben wir hier noch? Das ist der Seuchenkessel. Was haben wir da? Unheilige Manifestation, was ist das? Abkühlzeit bei Aktivierung, 15, Seuchenwachstum. Verlust, Verstärkungsrate plus 20 brauchen wir gerade nicht. Okay, wir haben alles gerafft, kann losgehen. So, jetzt zieht er natürlich hier. Und jetzt bin ich dran. Jetzt geht's hier endlich zum... Ah, ich komm nicht hin. Schneller Runde. Hier, da sollst du hin. Komm, Herr Seuchenvater. Ja, ist gut. So, können wir den schon angreifen? So, dann... Wir können ihn eigentlich mal belagern, oder?
Technologie erforscht. Im verrottenden Mulch im Garten des Nörgel wachsen unzählige übelriechende, verheerende Pilze, die eine reiche Fülle an giftigen Sporen freisetzen. Das ist toll. Vergrößert eure Schreitkräfte, rekrutiert 20 neue Einheiten. Okay, das kann man noch nicht machen. Gesamte Kunden, da gibt es mehr Gunst. Okay, verstehe. Okay. Jetzt müssen wir mal hier was eine neue Forschung ansetzen. Sporenverbreitung haben wir schon. Wachstum, was wäre noch sinnvoll? Zyklusdauer, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Gesamte Gunst plus 150 bei Seuchenverbreitung. Wachstum mit chaotischem Klima. Was ist denn chaotisches Klima schon wieder? Führerschaft für Nörglinge nehmen wir jetzt mal. Oder? Ja, die Führerschaft für Nörglinge. So, weil wir haben so viele Nörglinge. Ne? So, das wäre das, das wäre jenes. Das hätten wir erforscht. Wie groß ist da die Garnison nochmal? Ja, müsste klappen. Sind ja nur Oger. So, das heißt, Attacke. Jetzt wird erstmal belagert. Wir haben die Stadt erreicht und sind für die Schlacht bereit, mächtiger Fürst. Ja, aber ich kann auch belagern. Wägt dennoch eure Optionen ab. Den Feind zu umzingeln und auszuhungern könnte noch die angemessenste Vorgehensweise sein. Eben, die umkreise ich jetzt. Und zwar hier. Umzingelt die Siedle, wartet aber anstelle eines Portals. Flash, ja genau. So. Da wird fleißig belagert und hier ist alles in Ordnung. Ne? Zwei Runden noch, bis das fertig ist. Okay, dann können wir gleich weitermachen. Was heißt das, wenn ich das hier... Optionen für die Begegnung mit etwas angreifen, zurückziehen, erscheinen. Ach so, das ist das Ding hier, okay. Infektion. Ich weiß nicht, was davon gut ist. Nörgelkorruption. Wir machen erstmal weiter. Wird sowieso gleich angreifen, fürchte ich. Krankheit und Zerfall sind die stärksten Waffen eurer faulenden Anhänger. Rauet eine Seuche. Jene, die das Glück haben, eine Schlacht gegen euch zu überleben, kehren heim und verbreiten dort eure Leiden. So will es der Seuchenherrscher. Werden aus der Grundseuche hergestellt. Eine erschaffene Seuche wird beim Charakter oder Siedlung erscheinen, der oder die beim Öffnen des Fensters ausgewählt wurde. Alternativ kann ein Seuchenkultist Geld beschworen werden, um sie zu verbreiten. Er schafft eine Seuche, die ihr nur mit bedauernswerten Feinden verbreiten könnt. Okay, das kriegen wir natürlich hin. Das wäre dieser Quest hier. Jetzt kann ich das nicht. Warum kann ich das nicht? Achso, ich muss da hier Armee auswählen. So. Dann erschaffen wir mal eine Seuche und infizieren hier Wachstum 25. Das ist ja auf alles Nörgelkorruption, lokale Provinzinfektion. Also gut, dann machen wir mal die. Ich glaube, die ist noch ganz sinnvoll. Gucken wir uns mal den Rest an hier. Verlust verstärkt. Bei dem anderen haben wir alles, hätten wir alle einen Verlust hier. Das wäre natürlich nicht schlecht. Warte mal, hier hätten wir noch was Positives. Beschwörbare eine Nörgling mit bei Seuchenverbreitung. Nörgelkorruption plus 2. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da kann man noch mehr Nörglinge beschwören. Aber plus 25 Wachstum finde ich noch cooler. So, dafür brauchen wir hier diese 25 Infektionskosten. Und das machen wir jetzt mal. So, und wurde mit einem grässlichen Seuche-Fraktion infiziert. Okay. Hätten wir das abgeschlossen. Sehr schön. Oder einem Helden. Seuchen des Nörgel, die von einer Armee oder einem Helden des Nörgel übertragen werden, können sie durch Kontakt auf andere Fraktionen ausbreiten. Das heißt, wenn ich in einer Stadt bin oder was. Seuchen können mit gewisser Wahrscheinlichkeit zwischen Siedlungen, Armeen und Helden übertragen und verleihen bei jeder neuen Ansteckung Infektionen. Hohoho, wie genial. In denen sie ausgebrochen sind und auf andere Fraktionen überspringen. In Schlachten ist eine Ansteckung garantiert. Ja, weil die da halt kuscheln, ne? Cool. Finde ich ein nettes Konzept. Ich verseuche hier quasi alles gerade. Nurgles Love! Jesus! Das ist alles gut. So, was sind meine derzeitigen Zielvorgaben? Verseuche den Hafen, da bin ich ja gerade dabei. Rekrutiert 20 neue Einheiten, das wird mit der Zeit kommen. Verbreitet eine Seuche, das kommt hoffentlich auch demnächst.
So, wir werden aber hier erstmal fröhlich weiter so. Guck mal ganz kurz. Ja, das sieht gut aus. Entscheidender Sieg. Wir verseuchen sie weiter, wir umkreisen weiter. So, dann kann es hier erstmal weitergehen. Warte mal, was ist das hier? Hier brauchen wir noch nicht. Wann sehe ich denn, wann eine Seuche weitergegeben wurde? Das würde mich halt noch interessieren. Brandfader. Bau abgeschlossen. Mikrobiotischer Sumpf. Okay, keine Ahnung, ein Zufall. So. Hier sehen wir, glaube ich, in welchem Stadium sich das Ding befindet. Im Moment auf Stadium 1. Da können wir auch im Moment nicht viel machen. Aber wir sind halt ordentlich im Wachstum. So, ich würde sagen, weiter geht's. The Ultimate Experiment. Verseuche den Hafen. Technologie erforscht. Führerschaft für Nörglinge, das ist gut. Dünnpfiff. Was für eine geile Bezeichnung. Ich habe Dünnpfiff erhalten. Das Dröhnen von Nörgels solchen Hütern ist im ganzen Land, denn noch jeder weiß, dass es nachhaltigen fiebrigen Tod ankündigt. Doch ein ungewöhnlich origineller Verwalterzirkel weicht von seiner üblichen Monotone ab und stimmt seinen schaurigen Grabgesang in den bisher ungehörten Frequenzen ab. Was? Der alle Schließmuskel im Umkreis mehrerer Meilen lockert? Das ist ja furchtbar. Was ist das? Ist das eine neue Fähigkeit oder was? Vermutlich. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier natürlich noch eine weitere. So, jetzt haben wir die Nörglinge gestärkt. Mit Fraktionen des Korn und des... Das wäre vielleicht nicht schlecht, damit uns die nicht in die Quere kommen. Ja. Solchen Symptome freischalten. Fieber. Boah, auch nicht schlecht. Chance auf Verbreitung einer Seuche plus 1%. Gesamte Gunst bei... Finde ich gut. Hoch ansteckend. Außerdem noch, hier, Fieber. Wir wollen Fieber erforschen. Ist das ein krankes Spiel? Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Was passiert denn da? Wer kommt denn da? Der will mal gucken, was hier abgeht. Finde ich nicht gut. Die Bevölkerung dieser Provinz ist in eurer Obhut gediehen. Und nun könnt ihr dieses Wachstum in Bauprojekte für eure Heimat investieren. Mit der Zeit werdet ihr eure dürftigen Siedlungen zu mächtigen Kriegsfestungen ausbauen. Mach ich. Können wir die schon ausbauen? Ja, können wir. Und zwar, jetzt können wir, fügt Mauern hinzu, stellt eine Garnison bereit, Nörglinge. Sehr gut. Mehr Einkommen, mehr defensive Vorräte, definitiv. So, definitiv. So, wir befinden uns auf dem Weg zur Stufe 2, glaube ich. Ja, sehr gut. Ist die Frage, ob der hier bei uns zu Besuch kommt. Das ist so die Angst, die mir gerade bevorsteht. Wie sieht es denn hier aus? Okay, alles cool. Warte mal, können wir jetzt... Ach nee, wir haben das noch nicht erforscht. Was will er denn? Achso, ich soll hier zumachen. Mann. Die Elenden, die in diesen Landen leben, müssen sich den Bräuchen des Seuchenherrschers beugen. Verbreitet eure seuchenartige Korruption, denn der Einfluss des Väterchens ist der Katalysator für jedes Wachstum und jeden Zerfall. Erhöht die Nörgelkorruption einer benachbarten Region über 75, alles klar. Wir kriegen jetzt lauter zusätzliche Ziele hier. Hier ist alles in Ordnung. Können wir jetzt eigentlich schon... Ne, wir haben noch kein Fieber erforscht. Das ist dabei. Wie sieht's denn aus? Oh, er ist am Leiden. Er leidet. Aber wir belagern mal noch ein wenig weiter.
In der Hoffnung, dass er jetzt nicht dazukommt. Das wäre natürlich blöd. Wollen wir mal gucken, was er gleich treibt. Eine gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen und wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Wer ist denn da? Erwägt ihr Angebot mit Bedacht. Maggot-Sippe. Das ist ein anderer Nörgel. Und da können wir, was heißt militärischer Zugang genau? Er entfernt die diplomatische Strafe für unerlaubtes Betreten des Territoriums einer anderen Fraktion. Das ist okay, das können wir ihm zulassen. Also das können wir, Gegenangebot, nee, das nehmen wir mal an. So. Jetzt kommt er allerdings hier an Geschisse. Das können wir eigentlich nicht gut heißen. Oh, da kommt noch einer an. So, das heißt... Der haut wieder ab. Wer hat sich denn da mit wem? Belohnung. Verbreitet eine Seuche. Okay, jetzt hat sich offenbar eine Seuche verbreitet. Dafür kriegen wir hier 1000 irgendwas. Okay. Waffenstärke. Was kriegen wir noch? Erhaltene Waffe. Berserkerschwert. Das können wir gleich mal ausrüsten. Und Anhänger erhält was? Homunculus des Nörgel. Kampagnen-Sichtfeld, das ist auch gut. Plündert die Länder des Feindes, mächtiger Herr. Schickt eure Krieger los, die Bauern zu töten und ihre Dörfer niederzubrennen. Auf jeden Fall. Lehrt den Feind das Fürchten. Ja, aua, enemies. Plünderstellung, Überfälle bringen Geld, schädigen jeweils geplünderte Ziel, weitere Informationen. Okay, brauchen wir das, müssen wir das gerade machen? Ich will ja erstmal hier diesen Hafen einnehmen. Gaius Bonus, ja. So. Wie geht's denen? Ich hoffe nicht mehr ganz so gut. Was haben wir da? Technologie. Haben wir das schon erforscht? Bin mir nicht sicher. So, was haben wir da gesagt? Auge der Götter. Waffenstärke bei Angriffen möchte ich eigentlich gar nicht. Ich hätte gerne hier. Ach, das ist der andere Held. Okay. Was macht man bei dem hier? Aktion pro Runde zusätzlich auf 5 erhöht. Den können wir eigentlich auch das Mir erstmal der Pestilenz lehren, oder? Diese Brechanfälle. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Was hat der noch? Waffenstärke bei Angriffen. Dickhäutig. Wollen wir auch das Mia-Masma? Wollen wir die beiden mal zu zwei Zauberern machen? Machen wir mal, komm. So, Fähigkeiten. Details, was hat er da noch? Das Berserkerschwert ist natürlich irgendwie etwas für... wo ist es denn überhaupt da? Waffenstärke, Angriffsbonus. Ich weiß nicht, Homunculus macht was? Kampagnen-Sichtfeld. Kannst du das mal rausnehmen, bitte? Das kriegt nämlich der andere. Das kriegt nämlich hier der Seuchenpapa, kriegt es. Warte mal. Da. So, der Seuchenpapa kriegt es. Und das Schwert kann er ja gar nicht nehmen, weil das ist, glaube ich, ein Nahkampfschwert. Also eine Nahkampfwaffe. So, hat der noch Fähigkeiten zu verteilen? Nein. So. Wollen wir die Stadt jetzt einnehmen? Weil ich habe so den Verdacht, das könnte. Ich muss mich ja ein bisschen hier, ich muss mich ja ein bisschen trainieren, weil irgendwann werden die da hier dazu kommen. Ja, wobei, komm, noch ein bisschen. Rang erhalten, der Zähler, genau. Die Frage, was die halt hier. Ach, da hat sich die Seuche verbreitet. Wie ist das passiert? Ich war es nicht. So, Frucht des Gartens, ein schrecklicher Schwindel befällt euch und im Laufe der nächsten 7 Stunden wirkt ihr eine verwitterte, triefende schwarze Kugel hoch, die doppelt so groß ist wie euer eigener Kopf. Es ist ein Ei oder eine Frucht, die stinkt trotz dieser Beschreibung, aber sie muss richtig benutzt werden. Es ist ja ekelhaft. So, was mache ich mit dieser Kugel? Beschwören. Solchen Hüter des Nörgel. Solchen Kröten beschwörbar. Oh, das ist natürlich. Sieh in die Kanalisation. Da kriege ich Kröten. Ich will diese Kröten haben.
Schalte zwei Seuchensymptome frei. Ich bin ja dabei. Die haben sich auch irgendwie infiziert, wie die das gemacht haben. Das ist mir eigentlich unklar. Ich war es ja nicht. So. Hier brauchen wir noch eine Runde. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir belagern weiter. Mal kurz gucken, wie es aussieht. Ja, ja, die siechen schön vor sich hin. So, weiter geht's. Ja, jetzt kommt er wieder. Nee, er geht wieder. Er kann sich nicht entscheiden. Er ist auf jeden Fall verseucht. Er sieht vor sich hin, das ist ganz okay. Ah, was kommt denn da? Was kommt denn da? Armee von Seuche befallen. Unsere von Ugas Seuchenvater angeführte Armee hat sich von Amazon die Fraktion Fleischgier eine Seuche eingefangen. Moment! Moment. Das ist aber uncool. Diplomatie ist der Ausweg von Narren und Schwächlingen. Doch ebenso kann sie eure Eroberungen voranbringen. Mit einem Nicht-Angriffspakt könnt ihr die Hände eines Rivalen binden, um euch bedenkenlos auf eine andere Front zu konzentrieren. Neuer Gott erhebt sich, große Spielvorherrschaft der Korn. Korn hat die Vorherrschaft erlangt. Vorerst ist natürlich nicht so gut. So, erhaltene Rüstung. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Unterzeichnet ein Nicht-Angriffspakt mit einer beliebigen Fraktion. Gut, also wer ist uns denn hier gerade in die Quere gekommen? Arkpop-Rebellen des Nörgel. Ich glaube, mit denen sind wir quasi gerade in... So, das haben wir geschafft. Das haben wir auch geschafft. Ah, jetzt können wir was weiteres bauen. So, hier haben wir ein... mikrobiotischen Sumpf und jetzt wäre hier vielleicht sinnvoll, wenn wir da noch Infrastruktur, Verteidigung können wir nicht, was ist das, weiß ich auch nicht, grundlegendes militärisches Gebäude, generiert Einkommen 30, stellt Einheiten bereit, Seuchenhüter verstoßen, ich hätte gerne diese, ich will nicht die Seuchenkröten, ich hätte gerne hier fortgeschrittenes Militär. Chaosfurien. Wo sind die Flattermänner? Nörglinge. Warte mal, wie heißen die denn? Grundlegendes Militär. Verstoßene des Seuchenkröten. Aber ich wollte doch... Chaosfurien... Nörglinge. Schleimbestien. Okay, da müssen wir hier mal gucken. Dann gehen wir doch mal auf das grundlegende Militär. Da haben wir nur die Seuchenhüter. Seuchenhüter. Das sind alles die Seuchenhüter. Erhabene Seuchenhüter. Verstoßene. Und das Nörgel. Haben wir da? Nörglinge, Faulfliegen. Auf der verzweifelten Suche nach diesen... Ich muss nochmal kurz gucken, wie heißen die? Die haben wir hier gerade nicht. Moment. Erstmal Diplomatie. Wie heißen die? Die Arkbrocken. Legion des Chaos, Margot-Sippe. Mit denen habe ich ja eigentlich schon einen Nicht-Angriffspakt und militärischen Zugang. Chaoskrieger, Korn, oh Gott, was haben wir denn hier alles? Wo sind denn die Nörgels? Was mich irritiert. Wer ist das hier? Rebellen des Nörgels, feindliche Armee. Okay, bevor der uns hier angeht. Warum kann ich hier
angreifen, weil ich hier jetzt mal draufklicken muss. Verbreitet genug Chaos, Korruption und eine unheilige Manifestation. Ja, machen wir. So nebenbei. So. Ich greife den jetzt mal an, weil ich will mich nicht mit zwei Armeen rumschlagen müssen. Automatisches Gefecht. Nee, einkreisen. Ah, andererseits, wenn er mich angreift, dann werden die wohl kaum dazu kommen. Komm, wir kreisen weiter. So. Bin ein bisschen gerade. Was bauen wir hier? Erstmal weiter Infrastruktur vielleicht. Was haben wir denn hier? Generiertes Einkommen, Kontrolle plus 4. Was haben wir da? Verlust, Verstärkungsgrade, generiertes Einkommen, Nörgel, Korruption. Und was haben wir hier? Generiertes Einkommen, 30, Zyklus, Dauererfolgschance, des feindlichen Helden, minus 10%, Verschleiß unter Belagerung, Führerschaft plus 2. Das ist die Frage, was wir da nehmen? So. Ich glaube, Kontrolle. Kontrolle ist nicht schlecht. Kontrolle und nochmal Einkommen. Oder? Schwierig. Komm, das hier. So. Kann sein, dass das ein Fehler ist, aber werden wir dann sehen. So, wir sind fertig. Warte. Weiter geht's. Mal gucken, was er jetzt hier vorhat. Experiment. Der ist immer noch verseucht. Technologie erforscht, hoch ansteckt. Okay, jetzt können wir die Seuche in der Tat. Unterstützung ist bereit, falls ihr sie braucht, mein Kommandant. Ihr könnt euch auf sie verlassen. Okay, was für eine Unterstützung? Spielhilfe? Ne, brauchen wir nicht. So. Diplomatiebeziehung, machen wir mal so. Und jetzt erweitern wir die Seuche, weil jetzt haben wir hier Fieber freigeschaltet. Gesamte Gunst bei Seuchenverbreitung. Was haben wir da noch? Kontrolle plus 6. Was ist denn die... Seucheneffekte auf Siedlung nicht unter Nörgel. Seucheneffekte auf Siedlung des Nörgel. Kontrolle plus 6. Ehrlich gesagt hier gesamte Gunst bei Seuchenverbreitung. So. Ach, das können wir da auch so reinsetzen. Cool. Das kostet uns der Spaß. Kontrolle Seuchen nicht unter Nörgel. Ja, das ist okay. Also, dann hier Auswahl infizieren. So. Haben wir da gleich noch was gekriegt? Sehr schön. Nörgels Lava! Shield us! Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier nicht. Achso, da bauen wir noch. Ne, dann gehen wir jetzt mal eine Runde weiter. Grandfather! Lapsa! Der Grandfather! Haben die sich verseucht? Oh, da kommt der nächste. Jetzt wird es langsam unangenehm. Was willst denn du hier? So, ich gehe nochmal in die Diplomatie, ja? Also. Wo sitze ich denn? Warte mal. Müssen wir jetzt gerade mal gucken. Bekannte Fraktion: Magazippe, Legion des Chaos. Herrlich, Power. Okay, wen haben wir noch? Chaoskrieger, Tong. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wer hier wo sitzt. Wer ist denn hier gerade bei mir reinmarschiert? Ragnar, neutrale Armee. Tong, Chaoskrieger. Was ist das hier? Rebellen des Nörgel. Mit den Tong quatsch ich mal. Wo ist denn Tong hier? Da, Tong. Diplomatie initialisieren. Schutzbündnis, militärisches Bündnis. Ah, nicht Angriffspakt macht er nicht. Okay, findet er alles nicht gut. Okay, müssen wir so lassen. Stattdessen machen wir Folgendes.
So, was ist jetzt passiert? Ach, jetzt will er doch ein... Ah, gut, mit den Truppen können wir das ruhig mal machen hier. So, und wie wir diese Schlacht schlagen gegen Fleischgier, seht ihr beim nächsten Mal, weil hier ist Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Warhammer 3.